Nach Brüssel nun auch Paris. Ein Juwelierstand in einem Einkaufshaus der französischen Hauptstadt ist am Dienstagabend überfallen worden. Die bewaffneten Täter entkammen mit einer Beute im Wert von 2 bis 3 Millionen Euro. Bereits am Tag zuvor waren auf dem Brüsseler Flughafen Diamanten im Wert von 50 Millionen Euro gestohlen worden. Verletzt wurde bei dem Überfall in Paris niemand, wie ein Polizeisprecher erklärte. Die Täter hätten von ihren Waffen keinen Gebrauch gemacht. Die Zahl der Raubüberfälle auf Juweliere in Frankreich hat sich in den letzten 3 Jahren mehr als verdoppelt. D'une manière importante, ça s'est commis là, ici, au Royaume-Uni, et il y a un peu...